Jo, da sind wir wieder und wie versprochen geht es weiter mit der Hauptstory und dabei ist immer noch der Panther. Hallo. So, dann wird dunkel. Nice. Wenn wir jetzt mal den Zug erwischen. Der Typ, Alter, wie laut der ist. Alter. Wie er die ganze Zeit mit seiner Axt hier rumrödelt. Bounce, Alter. Ja, ist ein bisschen hart übertrieben. Ja, gar nicht. Besonders mit seiner Maske auf dem Gesicht, wie er die Geräusche da alle von sich geben soll. Warum habe ich denn eine Maske auf? Ja, weiß ich nicht, warum ich das Stroh, Junge. So, schnell eine Karre und dann. Hoffen wir mal, dass wir nicht so weit müssen. Rap. Snowbound Crossroads. Wegekreuz. Na, wo bist du Spaß? Weiter geht das. Zum Tundra Express. Genau. Und ich weiß auch nicht, warum ich singe. Weiß Das ich muss auch nicht. wahrscheinlich an der Du Uhrzeit musst uns irgendwann liegen. ein Zeichen geben. Das kann Jeder sein. Ritter schließt gerade seinen Rausch aus, also musst du ihn wecken. Das Alter. Geräusch von ein paar Guck Wakas, mal. die gleichzeitig bei lebendigem Leib verbrennen, sollte Das reichen. erstmal. Du hast doch eine Piss Feuerwaffe, auf. oder? Gib deine Erstmal Spendeorgane bitte in gucken. den Behälter dort unten. Kommando, Action Skill Abklingzeit minus 20%, Junge. Ich Ich bin guck mal, ob sicher, gut dass ist. wir das schon bald wiederholen werden. Ja, eine Abklingzeit hast natürlich den Vorteil, dass ich immer 20% schneller meine Dingens hinstellen kann, ne? Richtig. Ich Aber meine, der nein. Geschützturm ist ja nun mal nicht so unwichtig, ne? Ja, aber mache ich trotzdem nicht. Unsere Schilde sind auch wichtig. Bringt ja nichts, wenn wir den Turm jedes Mal setzen können und trotzdem die ganze Zeit drauf gehen oder was. So. Wenn man jetzt hier mal so weitläufig guckt, da fällt dieses Borderlines echt stark auf dann, ne? Ja. Finde ich aber cool. Und jetzt Marodeur. Wollen wir immer entmarodeurisieren? Ich sehe sonst keine Gegner. Ja, da unten ein paar Spinnen, Alter. Die Wakis werden nur kreischen, wenn du sie ansengst. Sehr gut. Jetzt steck noch ein paar mehr an, bevor der da stirbt. Die werden nur kreischen, wenn du sie anzündest. Denn? So laut, so wütend. Ja, Prost. Und Prost. So tot. Hey, Kammerjäger. Willkommen bei den Crimson Raiders. Tut mir leid, dass du mich erst wecken musstest. Hab wohl ein bisschen zu heftig gefeiert, nachdem Bloodwing und ich gestern einen Hyperion-Konvoi überfallen haben. Stimmt's nicht, Blood? Ja. Ja, das fiel mir voll die Ganz ruhig, Sounds, Alter. Mädchen. Also, Geschütz wird aufgestellt. ein Hyperion so krass durch den Das sind Tundra-Express. Riesenmücken, ne? Wenn Nur wollte meine ich nur mal Infos anmerken, stimmen, ne? und das tun sie für gewöhnlich, ist der Kammerschlüssel mit an Bord. Mein Rat? Tu, was ich tun würde. Stiehl den Schlüssel, lass dich volllaufen.
Dann kipp um. Weiter so, Geschäft. Ohne den Kammerschlüssel kann Jack den Krieger nicht kontrollieren. Du musst diesen Zug kapern, Soldat. Meine alte Freundin Tina kann dir helfen. Sprich mit ihr. Wir reden doch nicht von der Tina, oder? Ich kenne nur B-Tina. So. B-Tina, pack deine... Was? Ja, genau das. So, weiter geht es. Und für die Leute, die zugucken und Ahnung haben, schreibt mal in die Comments mal rein, hier, bis wohin man leveln kann. Also ich habe auf jeden Fall das irgendwie so ein in meinem Pack hier drin gehabt, dass da steht Level Cap einmal erhöht oder so, keine Ahnung. I don't know. Alan, hier ist eine Waffe für dich. Was denn? Eine Panzerfaust. Eine Panther-Faust. Alter, das Echo-Sounds of Doom. Beim Rumhüpfen hier. Oh, ich hab schon wieder irgendeine Scheiße. Oh, jetzt hat schon die Waffe gewechselt. Was ist da los, Junge? Komischer Clown. Da gehört die hin, Mann. Oh! Halleluja. Ja. Fiese Mücken, überall fiese Mücken. Verpisst euch. Nicht nur Mücken, da vorne ist irgendwas explodiert, glaube ich. Alter! Muss ich mir vor Gesicht schmeißen, oder ist da los? Tina ist Bombenbastlerin und eine Freundin von mir. Ich habe ihr schon ein paar Mal den Arsch gerettet. Und sie meinen noch viel öfter. Sie wird ihr helfen. Trotzdem ein Tipp. Keine plötzlichen Bewegungen in ihrer Gegenwart. Ich glaube. Was ich... sind das hier für Dinger? Ja. Bombenmann. Normalerweise liegen die im Wasser, um Schiffe zu versenken oder U-Boote. U-Boot. Aber ich glaube, ich habe schon mal ein Bild gesehen. Ich glaube, ich weiß, wer Tina ist. Meinst du nicht? Tiny Tina. Genau. Panda stirbt. Was ist da schon wieder passiert? Ich habe mich gerade selbst gesprengt. Ja. Warum wundert mich das nicht? Ja. Alter, die schießt auf mich. Alter. Was ist denn da los, Junge? Komm doch rein, du verpasst den ganzen Spaß. Das ist Sadisten-Tina, würde ich sagen. Oh, hier ist aber nicht haben will. Da ist er, Tiny Tina. Rund um die Starktus-Pflanze jagt der Stalker den Banditen. Der Stalker denkt, es wäre nur Spaß. Peng! Peng, Alter. Splatter in the Hood. Der Bandit. Ja, macht der Herr okay. Bandit. Ich hab Angst vor dem Mädchen. Ja, im Dunkeln würde ich ja auch nicht am Flur begegnen. Peng, ja. Roland sagte, dass du kommst. Ich schulde ihm noch was für den ganzen Scheiß mit General Rancid. Du musst einen Zug hijacken, hä? Kinderspiel. Darf ich vorstellen? Meine Ladies. Meine Ladies. Ich laufe, laufe, laufe. Ich laufe hier rüber. Ich laufe, laufe, laufe. Lauf, lauf, lauf. Alter. Fehlt nur, dass die Fäden an der Arm und Beine hat, Alter. Voll die fiese Puppe. Das hier ist Muschis Knucklebites. Was? Und das ist Felicia Sexopants. Diese acht coolen Ladies könnten den Zug für dich stoppen, aber dazu brauche ich ihre Kabumba-Bums. Und die wurden vor ein paar Tagen von Banditen geklaut. Hol sie mir! Lass es sein! Was? Ich weiß, Tina kann... Schlafenszeit! Bam, da liegt die da, Alter. Das ist die Sprengstoff-Expertin auf ganz Pandora. Tu, was sie sagt, dann hilft sie dir garantiert, den Zug zu hijacken und den Kammerschlüssel zu kriegen. Oh mein Gott. She is very fucking crazy. Much very fucking awesome crazy, was? Ja, bestimmt.
Hast du Munition von der Raketenwerfer gekauft? Nee. Hab ich aber gar nicht. Bei ihr war ein Laden, ne? Hatte ich aber gar nicht. Oh, ich guck mal eben nach. Ich hab Raketenwerfer eh nicht equipped. Alter! Sorry. Na, so, gerade liegt im Bett, jetzt steht hier wieder. Wenn du an Mord denkst, dann denk an Markus. Nee, ich hatte doch schon alles aufgefüllt. Hier. Hatte ich schon die ganze Zeit immer aufgefüllt, konnte ich ja nicht verbraten ohne Raketenwerfer. Ja, ist ja gut, schrei mir nicht an. Meine. Ja, Pater tot. Kannst du einen Knopf hier drücken, Junge? Ja, Wummer Bums, ich denke mal, die sind hier in dem Plantinenlager. Ja, ne? Wie schmeckt dir das? Wow! Alter! Ich hab das Ding gerade mal aktiviert und mir mal kurz ein bisschen den Pelz angezündet. Den Pelz angezündet, mein Freund, das war eher mehr. Mein Pelz. Rip-off Station. Oh, rasender fucking Goliath in der Hood. Mit pinken Anstrich. Oh. Wenn ein Panzer kommt, man nehme eine Bazooka. Das hat ganz schön gedampft. Hinter uns, Junge. Ja, jetzt nicht mehr. Meine Muckis haben Muckis. Meine Muckis haben Muckis. Hm, ja. Er wiederholt sich sehr schnell. Ja. Ich spüre alles. Sogar noch besser, wenn ich besoffen bin. Schmerz, noch mehr Schmerz. Eine Aufhebung? Ja, ich werde beschossen. Auf die Beine mit dir, Soldat. So, ihr Lümmel da oben, jetzt reicht's. Ich werde dir die Augen ausschalten. Och, ich geh mal die bösen Lümmel da oben verprügeln, ja? Er ist doch tot. Oh, Alan hat's alle tot gemacht. Ich hab's alle angezündet, scheiße. Links! Jetzt ist Bürgerzeit! Hab ihn einfach mal mit meiner Waffe abgeworfen. Ja, Mann. Was? Was? Warum hast du auf die Hupe gedrückt? I don't know. Jetzt kommen die doch alle. Medikit. So ein Lümmel. Schützenstellung gebracht. Pass auf, Alan. Rasender Goliath. Was steckt dir das? In Ruhe!
Oh, Korrosivschadengranaten. Oh Gott, die sind ja unten runter. Die sind ja auch total falsch, ne? Aber. Hey, ja, mal. Ich merke das auch gerade. Lass das Blut weiterfließen. Na gut. Komm, lass mal taktischen Rückzug machen hier. Taktischen Rückzug? Aber wir sind ja, weil wir falsch sind. Okay. Soli. Blastung, Pflaster. Was für ein Pflaster? So, machen wir einen kleinen Break und sind gleich wieder da, wenn wir mal auf dem richtigen Weg sind. Hallo rein!